Hallöchen, wir laden unser Spiel an dieser Stelle mal neu. Weil mir etwas eingefallen ist, und zwar, das funktioniert von der Stelle aus am besten. Irgendwo hier in der Nähe haben wir nämlich ein verstecktes Dorf. Ein zerstörtes Dorf, besser gesagt. Und ich meinte, dort gäbe es einen goldenen Apfel und den brauchen wir zwangsläufig irgendwann, um die Donnermagie zu erhalten. Jetzt muss ich nur... Irgendwie meinte ich so weit, wie es geht, nach rechts. Ah, da haben wir es. Das Dorf, was ich gemeint habe. Und in einem dieser Häuser, ich nehme mal das zerstörte hier. Ja, genau, da war's. Hier finden wir den goldenen Apfel und ein paar Leichen. Ja, Death Adder hat hier ganz schön gewütet. So. Okay. Bestens. Haben wir hier sonst noch was? Da können wir ja direkt mal gucken. Ah, ja. Könnte uns einen Schlüssel verkaufen, aber wir haben ja nicht genug Geld. An dieser Stelle speichere ich dann auch mal die Spieldaten wieder. Und natürlich fülle ich auch die Energie wieder auf. Ja, ja, so ein zerstörtes Dorf kann auch für etwas gut sein. On my way here I saw a dwarf. Ja, genau. Das ist nämlich der, zu dem wir den goldenen Apfel bringen müssen. Von diesem Zwerg habe ich ja schon mal geredet. Und dieser Zwerg gibt uns dann letztendlich die Donnermagie, die wir unbedingt brauchen, um im Spiel weiterzukommen. Und das müsste hier irgendwo gewesen sein. Ich meine, ich muss noch weiter runter. Irgendwo hier. Irgendwo hier in diesem Bereich. Ja, haha, sehr gut. Ich bin ja begeistert, bin ich. Sofort auf Anhieb gefunden. Gut. Jetzt zerhacken wir hier mit der Battle Axe diese Büsche. Und gehen zum Zwerg und lassen uns die Donnermagie geben. So. Er bedankt sich und sagt, dass seine Wunden nun bald verheilen würden. Sein Dorf wurde angegriffen und er war einer der wenigen, die überlebt haben. Und als Dank für seine Heilung gibt er uns nun die Donnermagie. Haha. So, und dieser könnt ihr nun im Menü auswählen. Und ich mache an dieser Stelle mal ein Save State. Und zeige euch mal, was diese Donnermagie bewirkt. So, die wähle ich nun im Menü aus und... Zack, zack, haha. Also ich bin damit in der Lage, Fernattacken zu machen. Jedoch auf Kosten der Magieleiste, wie ihr unten seht. So, und jetzt wäre die Magie leer an dieser Stelle. So, das lade ich aber nochmal. Weil für diesen einen Gegner brauchen wir ja nun wirklich nicht unsere Magie verschwenden. So. Und jetzt müssen wir irgendwie nach Karikari. Diese eine Stadt, von der wir schon mal was gelesen haben. Tja. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Es muss irgendwo nordöstlich sein. Deswegen gehen wir erst einmal nach Norden. Allerdings weiß ich nicht, ob es so weit nordöstlich war. Es wäre vielleicht auch mal eine Alternative, wieder ins Dorf zurückzukehren, wo ich angefangen habe, damit ich von dort aus einen guten Anhaltspunkt habe. Einen guten Ausgangspunkt, meine ich. Dumm nur, wenn man vergessen hat, wo es nochmal war. Ich glaube, das war jetzt hier irgendwo. Ja, wunderbar. Ha, ich habe Glück. Bestens.
So, und von hier aus müssten wir eigentlich irgendwo dann nach Karikari Village kommen. Wir sind zumindest schon mal in der richtigen Himmelsrichtung, glaube ich. Irgendwo hier, nordöstlich. Wir gehen mal hier lang. Hier war ich ja noch nicht. Können wir hier wieder irgendwas zerkloppen? Also das müsst ihr wirklich immer testen, ob ihr hier Bäume kaputt machen könnt. Ah, das sieht gut aus. Irgendwo hier muss Karikari sein. Ah, da haben wir es. Das müsste, wenn ich es noch richtig weiß, Karikari sein. Und hier müssten uns die Bewohner auch weiterhelfen können in unserer Mission. Hier kommen wir nicht durch. Also dieses Haus war schon mal nutzlos. So, aber an dieser Stelle speichern wir das Spiel nochmal. Oh, einen goldenen Apfel könnten wir uns hier kaufen, aber brauchen wir nicht. Zumindest aktuell noch nicht. Genau. Hier bekommen wir das magische Seil, der Magic Rope, das wir brauchen, um die Felswand zu erklimmen. Oh, und dieser kleine Kerl hat uns gerade eine nützliche Information gegeben. Eines von Dead Adders Labyrinthen befindet sich, hoppala, Entschuldigung, westlich von Karikari Village. Und das bedeutet, dass wir uns dort doch mal direkt auf den Weg machen. Nee. Und Geld bezahle ich bestimmt nicht dafür. Zumal ich ja volle Energie habe. Gut. In Ordnung, dann schaue ich mal, ob wir hier noch irgendwo... Nein, gut. Dann gehe ich jetzt einfach mal westlich, wie der kleine Kerl es gesagt hat. Die Frage ist, wie weit westlich? Ob das schon zu weit westlich war? Ich gehe hier einfach mal nach Norden. Nee. Hier sind wir definitiv falsch. So. Ach, Mann. Vielleicht hier irgendwo. Ist gar nicht so leicht, sich in Karikari zurechtzufinden. Oder Karikari, in der Wüste meine ich. Ich hab's heute mit meinem Karikari. Ist aber auch ein toller Name. Nee, ich glaube, ich bin schon wieder dabei, mich zu verlaufen in der Wüste. So weit westlich war es garantiert nicht. Das habe ich ein bisschen anders in Erinnerung. Ja, ich habe es geahnt. Also, das heißt, ich starte das Spiel noch einmal neu von Karikari aus und mein nächstes Let's Play Video dreht sich dann also um den nächsten Tempel von Death Adder. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Bis zum nächsten Mal.